Meine Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen der Steuergerechtigkeit, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Seminar der Steuerberater Online GmbH mit dem Titel Fallstudie Verfahrensrecht, bitte keine Angst vor der mündlichen Verhandlung im Finanzgerichtsprozess. Zu meiner Person, ich heiße Michael Balke, ich bin Finanzrichter in Niedersachsen am dortigen Niedersächsischen Finanzgericht in Hannover schon seit über 20 Jahren und kann Ihnen da einiges aus der Praxis berichten. Wir machen Verfahrensrecht, aber nicht nur. Der Finanzgerichtsprozess ist immer ein Gemisch aus beidem, materiellem und natürlich Verfahrensrecht. Aber heute soll das Verfahrensrecht im Vordergrund stehen. Wir haben die Einführung, das Ziel des Seminars als ersten Punkt, weitere 5 Schritte folgen. Wissenschaftsorientierte Steuerberatung als Grundlage für eine gute Prozessvertretung ist das eine, aber man sollte auch mit den Richtern darüber sprechen. Soll heißen, auf der einen Seite können Sie natürlich ohne Ahnung nicht antreten beim FG-Prozess. Andererseits sollte man aber auch diese Ahnung nicht nur in Schriftsätzen verstecken. Sie sollten auch mit den Richtern darüber sprechen, sei es direkt mündlich, aber auch fernmündlich. Der dritte Punkt ist dann der wichtigste Punkt von allen. Da geht es um die Vorbereitung, um den Verlauf, den Ablauf der mündlichen Verhandlung im FG-Prozess. Dass die Pflege der Mündlichkeit als 4. Punkt im FG-Prozess insgesamt eine Rolle spielt und zu betonen ist, das soll im Punkt 4 geschehen. Der 5. Punkt beschließt eine Übersicht über alles mit einer Literaturübersicht zum FG-Prozess. Da wird die wichtigste Literatur gekennzeichnet. Der 6. Punkt natürlich Schlusswort und Abschlussrunde, wobei die Abschlussrunde eine gewisse Überraschung noch beinhaltet. Ja, gehen wir zur Einführung. Das hat sich ja bewährt wie der Rückspiegel beim Auto. Der Volksmund meint, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Das bedeutet, da ist vieles unkalkuliert, aber dieser Spruch muss nicht immer stimmen. Vor allen Dingen dann, wenn Sie als Steuerberater selbstbewusst sind und gut vorbereitet in eine mündliche Verhandlung gehen, in den FG-Prozess insgesamt, wie gesagt, gut vorbereitet hineingeht. Dann können Sie den Verfahrensablauf natürlich auch sehr beeinflussen. Der Schwerpunkt, wie gesagt, ist die Mündlichkeit und ich will da deutlich machen an Vorschriften, dass das auch angebracht ist. Der Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz sagt ja, man hat einen Anspruch auf rechtliches Gehör. Rechtliches Gehör, man hört, aha, wenn man etwas hören will, dann muss man sprechen. Also es geht um die Mündlichkeit. Auch da sehen Sie es in den Begriffen der Verfassung, dass es hier wichtig ist zu reden. Auch in dem Wort Rechtsprechung können Sie erkennen, dass es eben nicht um Rechtschreibung geht, sondern wirklich um die Rechtsprechung. Das Sprechen ist wichtig, um den Erfolg zu sichern. Verzichten auf mündliche Verhandlungen wird oft ein Thema sein, auch in den Schriftsätzen mit dem Finanzgericht. Nach Möglichkeit sollten Sie das nicht tun, denn von dieser Prozesserklärung kommen Sie so gut wie nicht mehr runter. Sie sind daran gehalten bis zum Ende des Prozesses. Nehmen Sie mit aus dieser Einführung, dass in dieser mündlichen Verhandlung eine Riesenchance steckt, Erfolg zu haben. Es geht eben letztlich nicht nur um belastendes Steuergeld, es geht um Steuergerechtigkeit. Hier sollten Sie kämpfen in der mündlichen Verhandlung für Ihren Mandanten, für den Kläger. Hier können Sie auch dem Steuerberater, der Steuerberater kann auch hier dem Mandanten zeigen, wie gut er ist, wie er sich für das Anliegen auch seines Mandanten einsetzt. Mit einem Gerede oder mit einem Sprechen am Stammtisch oder auf der Steuerfachtagung ist es nicht getan. Die Steuerfachtagung ist wichtig, auch genau wie dieses Seminar natürlich, zur Vorbereitung. Aber behalten Sie, entscheidend ist auf dem Platz. Wie Adi Preisler mal sagte, Sie kennen den BVB-Profi und Nationalspieler der 50er Jahre, entscheidend ist auf dem Platz. Er wollte damit sagen, die Taktik, das Gespräch vor, ist alles wichtig, aber letztlich zweitrangig. Und genauso ist es beim Finanzgerichtsprozess. Entscheidend ist in der mündlichen Verhandlung, ist der Platz, eben, wo der Steuerrechtskampf im besten Sinne eben stattfindet. Dort können Sie effektiven Steuerrechts für Ihren Kläger, für Ihren Mandanten einholen. Ja, ich begrüße nochmal alle Beteiligten herzlich zu der heutigen Einzelrichtersitzung. Auf die haben wir uns ja im Vorfeld geeinigt. Durch entsprechende Prozesserklärung bin ich nach 79a Absatz 3 und 4 FGO berechtigt, diese Sitzung, diese mündliche Verhandlung alleine durchzuführen. Wir haben den Aufruf der Sache erlebt. Wir haben erlebt die Aufnahme, das Protokollieren der Formalien.
Das heißt also, die Beteiligten, wer erschienen ist, ist alles aufgenommen. Und wir kämen jetzt zum nächsten Punkt, Bericht des Berichterstatters. Das bin ich natürlich auch. Aber vorher haben Sie mir ein Zeichen gegeben, Herr Professor Sommer, dass Sie da noch eine spezielle Frage haben. Bitte sehen, Sie haben das Wort. Ja, in der Tat, Herr Dr. Balke, ich habe ein gewisses Problem mit der Öffentlichkeit. Wie Sie wissen, ist der Fall ja doch von einer nicht unbedeutenden Brisanz. Und von daher wäre es mir schon sehr recht, wenn wir die Öffentlichkeit ausschließen könnten. Sehen Sie da eine Möglichkeit? Gewisse Brisanz, darf man eben nachfragen, wegen der Prominenz des Klägers? Ja, in der Tat. Ich meine, Sie kennen ja den Kläger und das ist ja doch schon eine Persönlichkeit von einer gewissen Bekanntheit. Und von daher wäre es mir schon arg recht, wenn wir die Öffentlichkeit ausschließen könnten. Nun ja, also ich bin etwas zögerlich. Wir haben ja eigentlich gar keinen heute hier, der da sitzt. Also die Öffentlichkeit ist ja eigentlich so nicht präsent. Ja, aber Sie wissen ja, plötzlich erscheint hier ein Medienvertreter und wir haben die Öffentlichkeit, wie wir sie gerade nicht haben wollen. Sie haben recht, natürlich. Es kann jederzeit jemand reinkommen, auch ohne anzuklopfen. Es ist auch hier Usus, nicht, dass man nicht anklopft, um die Richter eben nicht zu stören. Jederzeit kann ja tatsächlich die Öffentlichkeit eintreten. Sie haben völlig recht, das kann natürlich noch passieren. Und dann müssen wir quasi unterbrechen, um dann Ihren neuen Antrag zu untersuchen und um festzustellen, ist es ein berechtigter Antrag oder nicht. Und ich gebe zu, das Thema Öffentlichkeit und Ausschluss der Öffentlichkeit, das ist ja das, was Sie begehren, ist ein Thema, was mir praktisch kaum untergekommen ist. Ich bin jetzt etwa 22 Jahre Finanzrichter, habe es noch nie erlebt, dass ein Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit gestellt worden sei. Aber ich habe schon mal davon gehört. Nicht? Kollege Dr. Habscheid hatte mal einen solchen Fall und da war ich auch ganz erstaunt, genauso wie erstaunt wie er war. Und er hat die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Aber geben Sie mir noch kurz einen Moment Zeit. Ich würde ganz gerne Ihrem Antrag nachkommen, überlege aber noch mal, ob es da möglicherweise eine spezielle Vorschrift in der FGO gibt. Mir ist bekannt, dass natürlich Vorschriften da sind, um die Öffentlichkeit auszuschließen in der ZBO, die auch teilweise bei uns weiter gilt. Aber es geht ja letztlich darum, um einen speziellen Grund. Hier haben wir die FGO mit Kommentar. Das ist auch für den Richter immer sehr hilfreich, wenn er auch mal in das Gesetz schaut und natürlich in die Kommentierung. Und ich ahne, dass wir etwas finden bei 52 FGO. So ist es auch. Da heißt es 52 Absatz 1, die Paragraphen 169, 171b bis 197 des Gerichtsverfassungsgesetzes über die Öffentlichkeit, Sitzungspolizei und so weiter gelten sinngemäß. Das ist die allgemeine Verweisung, aber ich denke, da werden wir nicht fündig, weil das sind ganz spezielle Ausschlussgründe. Nicht? Denken Sie an Strafprozesse, ein Kind wird vernommen wegen angeblicher Sie wissen, was ich meine. Aber jetzt kommen wir zu Absatz 2. Die Öffentlichkeit ist auch auszuschließen, wenn ein Beteiligter, der nicht Finanzbehörde ist, es beantragt. Sind Sie Finanzbehörde? Nein. Darauf richtet sich mein Antrag. 52.2 wäre genau, das einschlägig. Genau, das können wir schnell subsumieren. Eine Finanzbehörde sind Sie nicht, Sie sind aber ein Beteiligter. Und Sie versuchen hier durchzudrücken, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Nun steht da immer noch nichts vom Steuergeheimnis. Und da ist es immer sinnvoll, man schaut mal in die Kommentierung. Und da findet sich auch etwas. Es heißt dort bei Gräber in der Randnummer 9 zu Paragraph 52. Im finanzgerichtlichen Verfahren haben die Paragraph 171b und andere des GVG keine oder kaum Bedeutung. Denn abgesehen von den dort genannten Gründen muss nach 52.2 der Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen, wenn ein anderer als die Finanzbehörde es beantragt. Paragraph 52 Absatz 2 heißt es dort, dient dem Schutz der Steuergeheimnisse. Da haben wir dann auch den Grund, der jetzt nicht unbedingt im Gesetz selbst steht, aber der letztlich der Antrieb war für den Gesetzgeber, eine solche Vorschrift, eine Spezialvorschrift in die FGO hineinzuschreiben. Und damit ergeht folgender Beschluss. Hiermit wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Das protokolliere ich auch demnächst noch. Und es geht jetzt weiter im Vortrag.